Herzlich willkommen zu einem weiteren Trendinvest-Guide. Heute geht es mal um einen etwas anderen Broker-Vergleich. Das Angebot im letzten Jahr ist ja wirklich rasant gestiegen und überall sind neue Neo-Broker aus dem Boden gesprossen. Und ich möchte mit euch heute mal über diese ganze Landschaft drüber schauen und mit euch zusammen ermitteln, welcher Broker-Typ denn wirklich zu euch passt. Ihr werdet erstaunt sein, wie groß die unterschiedlichen Gebühren für die einzelnen Brokertypen ausfallen. Also bleibt dabei, es geht sofort los. Und da haben wir auch schon mal die drei Kategorien, die wir uns heute anschauen wollen. Da haben wir zum einen die Neo-Broker, die mit einem sehr günstigen Gebührenmodell locken wollen. Dann kommen die Direktbroker, also Broker von ganz normalen Banken und Direktbanken. Und am Ende werfen wir auch noch einen Blick auf die Profi-Broker, die ein sehr umfangreiches Angebot haben, um wirklich herauszufinden, welcher Broker hier für euch am besten passen könnte. Und dabei möchte ich auf drei verschiedene Dinge eingehen. Da haben wir zum einen mal das Angebot, also was die Broker denn wirklich anbieten, welche Anlagestrategie man bei diesen Brokern am besten verfolgen kann und wie groß die Kosten am Ende dann doch sind. Und gerade dieser Kostenteil wird am Ende nochmal sehr interessant. Und wir stellen uns natürlich die Frage, sind Neo-Broker wirklich so günstig, wie sie erscheinen? Weil 0 Euro Ordergebühren scheint schon sehr verlockend, aber wenn das Unternehmen daran nichts verdienen würde, dann gäbe es diesen Broker nämlich einfach gar nicht. Und hier wollen wir natürlich Licht drauf werfen, wo dort versteckte Kosten für euch entstehen. Und wir fangen an mit den Neo-Brokern. Ich habe jetzt einfach mal ein paar hier auf diese Folie geklatscht, damit ihr auch mal so eine Übersicht bekommt, wie viele es im Moment eigentlich gibt, die man zur Auswahl hat. Da haben wir zum einen hier zum Beispiel Trade Republic, sehr bekannt geworden im letzten Jahr auf jeden Fall. Dann Smart Broker, Flatex, Scalable Capital, der Gratis Broker, Just Trade und Trading 212. Das Konzept der Neo-Broker ist eigentlich relativ einfach. Und zwar versuchen sie, die Gebühren so weit wie möglich zu drücken, damit das Trading an sich sehr günstig erscheint, was die Leute dazu verleiten soll, relativ viel zu traden. Weil mit den Trades verdienen diese Broker dann letztendlich ihr Geld. Und das Ganze fassen wir unter der Kategorie Neo-Broker zusammen. Meist sind das auch Broker, die nur via App bedienbar sind zum Beispiel. Also wo kein großer Verwaltungsaufwand dahinter steht, um Kosten einfach zu sparen. Dafür werfen wir erstmal einen Blick auf die Vorteile der Neo-Broker. Wir haben günstige Gebühren für kleine Orders. Warum das hier nur für kleine Orders günstig ist, seht ihr auf jeden Fall noch am Ende des Videos. Dann haben wir erstmal eine einfache Bedienung. Ja, wir haben eine App, die relativ übersichtlich gestaltet sind meist. Man versteht es schnell, man kommt schnell ins Handeln rein und es ist so ein bisschen fast schon gemacht wie so ein Spiel. Ja. Dann ein weiterer Vorteil ist, dass wir Teilaktien handeln können bei manchen Brokern oder auch Sparpläne anlegen können, die dann sogar keine Ordergebühren kosten zum Beispiel, wie es bei Trade Republic ja auch der Fall ist. Und dementsprechend sind diese Broker eher für Kunden ausgelegt mit kleinerem Geldbeutel. Ja, wenn man kleine Beträge handeln kann, Teilaktien, Sparpläne. Das zielt eher auf Leute ab, die eher nicht so viel Geld zum Investieren haben, aber denen die Möglichkeit gegeben wird, auch am Marktgeschehen teilhaben zu können. Und dann haben wir noch ein paar Informationen dazu. Und zwar ist es immer so ein bisschen kritisch, was den Service angeht. Dadurch, dass die Broker halt sehr auf Sparflamme laufen, also um ihre Kosten zu sparen, ist der Service öfter mal langsamer oder man erreicht die nicht so schnell oder es dauert alles ein bisschen länger, gerade was so Depotüberträge zum Beispiel angeht, muss man auf jeden Fall schon ein bisschen Geduld mitbringen und das ist hier nicht unbedingt der beste Service. Und wir haben hier bei den Brokern, die in Deutschland ansässig sind, auch eine direkte Steuerabführ, sodass man sich um die Kapitalertragssteuer erstmal keine Sorgen machen muss. Ja, dann kommen wir zu den Nachteilen. Und da schauen wir uns die Orders mal ein bisschen genauer an. Also immer dann, wenn ihr eine Aktie kauft oder verkauft bei diesen Neo-Brokern. Und zwar haben wir dort meistens eine relativ undurchsichtige Orderausführung, weil die Orders nicht direkt an der Börse platziert werden. Manche bieten es zwar auch an, aber das kostet dann extra, sondern an bestimmte Handelshäuser verkauft werden. Ja, so verdienen dann diese Neo-Broker meistens ihr Geld. Und dort können dann versteckte Gebühren entstehen. Zum Beispiel, dass die Spreads, also der Abstand zwischen Kauf- und Verkaufspreis, größer sind als an der normalen Börse. Und somit bekommt man dann ein schlechteres Angebot für seinen Kauf oder Verkauf. Dann haben wir die limitierten Orderfunktionen. Also meist hat man nicht alle Ordertypen zur Auswahl. Ja, zum Beispiel kann man relativ häufig keine Trailing Stop-Loss-Orders setzen oder oft gibt es auch keine Stop-Loss-Order mit Limit-Funktion. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die ungewollte Orderausführung. Und das finde ich hier ist der kritischste Punkt. Weil die Neo-Broker meist nur an einem Handelshaus angeschlossen sind, kann es passieren, dass in sehr untypischen Handelszeiten, zum Beispiel von morgens 7 bis 8 Uhr, wo man dann bei Trade Republic zum Beispiel schon handeln kann, die Spreads riesengroß werden und so dann Stop-Loss-Orders getriggert werden können durch diese extrem hohen Spreads außerhalb der regulären Börsenöffnungszeiten. Und das kann dann auch schnell sehr teuer werden, weil hier Spreads entstehen können von mehreren Prozent, also komplett untypisch von dem, was an der normalen Börse so üblich ist. Und dann haben wir noch ein paar weitere Punkte neben den Orders, und zwar einmal die Börsenplatzauswahl, die meist sehr limitiert ist.
und auf ein Handelshaus beschränkt. Zum Beispiel bei Trade Republic ist das nur Lang und Schwarz. Und so ist man an die Preise und die Spreads von Lang und Schwarz auf jeden Fall gebunden. Dann haben wir teilweise eine relativ eingeschränkte Aktienauswahl, wo man weniger die Nebenwerte finden kann, vor allem nicht die, die im Ausland sitzen. Und wir haben hier keinen Optionshandel und auch keinen anständigen Trading Report meist. Ja, also wo man sich dann einen bestimmten Zeitraum aussuchen kann und für diesen Zeitraum dann eine Gewinn- und Verlustrechnung bekommt zum Beispiel. Sondern bekommt immer nur diese einzelnen Order Reports, aber nie wirklich von dem ganzen Depot einen bestimmten Report über eine bestimmte Zeit. Also ihr seht, es gibt einige Sachen, die man beachten muss, wenn man über Neo-Broker handeln möchte. Handelt auf jeden Fall innerhalb der regulären Börsenöffnungszeiten, versucht Stop-Loss-Orders zu vermeiden, damit sie nicht außerhalb der regulären Öffnungszeiten getriggert werden, und handelt nur Werte, die wirklich sehr liquide sind, also wo die Spreads sehr gering sind. Das ist zum Beispiel bei allen größeren Aktien gegeben. Bei Nebenwerten muss man da schon aufpassen. Und dann kommen wir zur Kategorie Nummer 2, und zwar die Direktbroker, wie sie die verschiedenen Banken anbieten, zum Beispiel ING DiBa oder die Comdirect, die DKB und Vista, die Consorsbank und der Sparkassenbroker zum Beispiel. Da gehen wir natürlich auch erstmal auf die Vorteile ein, und zwar haben wir hier ein umfangreicheres Trading-Angebot, ja, mit mehr Finanzinstrumenten. Also oft hat man dann hier auch eine größere Auswahl an Knockout-Turbos zum Beispiel, oder man kann hier auch mehrere Optionsscheine handeln. Man hat allgemein größeren Zugriff auf den Aktienmarkt, weil mehrere Aktien auch angeboten werden. Dann gibt es hier natürlich auch mehr Handelsplätze zur Auswahl, teilweise auch Handelsplätze im Ausland, ja, also man direkt an der USA zum Beispiel eine Order platzieren kann, aber auch mehrere Handelsplätze innerhalb Deutschlands, dass man nicht nur zum Beispiel Tradegate handelt, sondern auch in München oder Stuttgart die Orders platzieren kann. Und wir haben auch mehr Order-Funktionen. Also hier ist es dann schon üblicher, dass man einen Stop-Loss mit Limits setzen kann, dass man einen Trailing-Stop-Loss setzen kann. Das sollte dann schon gegeben sein bei diesen Direktbrokern. Und wir haben allgemein ein bisschen mehr Services. Bei der Consorsbank gibt es zum Beispiel dann auch Trading-Signale, die man einsehen kann, oder man bekommt mehr Informationen zu einem bestimmten Finanzinstrument. Also hier ist das Serviceangebot schon ein wenig größer. Und diese standardisierten Vorgänge wie ein Depotübertrag zum Beispiel, das funktioniert bei den Direktbrokern meist auch ein bisschen schneller als bei den Neo-Brokern. Weitere Vorteile sind, dass wir hier meist bekannte Finanzinstitute haben, ja, wo man eventuell auch schon sein Konto hat. Dementsprechend ist es dort auch relativ einfach, ein zusätzliches Depot zu eröffnen. Ja, also wenn man so ein bisschen von dem Bequemlichkeitsfaktor ausgeht, sage ich mal. Und das Vertrauen kann natürlich auch dementsprechend ein bisschen größer sein, weil es halt schon etablierte Finanzinstitute sind. Und wir haben hier auch teilweise die Möglichkeit, in Teilaktien zu investieren, sowie Sparpläne anzulegen. Und als zusätzliche Information, weil diese natürlich auch in Deutschland beheimatet sind, geht die Steuer Abfuhr auch direkt an der Stelle. Und man muss sich dort keine Gedanken machen. Ja, und dann kommen wir zum negativen Part. Da hätten wir zum einen erstmal wirklich absurd hohe Ordergebühren. Und ich muss dir wirklich absurd hoch dazu schreiben, weil wir sehen das später dann auch im Vergleich, dass es hier richtig schnell richtig teuer werden kann. Vor allem, wenn man mit kleineren Positionsgrößen handelt oder man mal eine Order im Ausland platzieren möchte. Dann haben wir auch eine relativ eingeschränkte Börsenauswahl, aber jetzt nicht mehr regional, sondern eher international. Ja, also wir haben hier wirklich dann nur zum Beispiel einmal die New Yorker Börse oder einmal die Nasdaq direkt, aber das war es dann auch schon. Wenn man mal irgendwie in Asien handeln möchte oder eine Aktie aus Russland kaufen, dann hört es dann hier auch schon wieder auf. Außerdem wird auch kein Optionshandel angeboten und wir haben ja auch nicht wirklich die Möglichkeit, uns detaillierte Trading Reports zu erstellen, was eigentlich so einfach wäre, aber es wird einfach nicht eingebunden von den Unternehmen. Ich verstehe es auch nicht. Ja, und wir haben hier, das finde ich ein großes Manko, immer eine umständliche Verifikation. Ja, du hast dann deine Online-Plattform, da gibst du deine Order ein, dann musst du wieder an dein Handy, musst es dreimal freigeben, eine TAN kopieren, und bis dann irgendwann mal die Order durch ist, ist der Kurs dann schon um Prozente gestiegen. Ja, also das ist wirklich umständlich und unnötig umständlich, meiner Meinung nach. Das ist bei den Neo-Brokern auf jeden Fall besser geregelt. Also wenn es mal schnell gehen muss, dann sollte man die Direktbroker auf jeden Fall vermeiden. Also wer mehr Wert auf Service legt und für sich entschlossen hat, nur ein Depot bei einer Bank aufzumachen, dann wäre wahrscheinlich der Direktbroker bei seiner Bank, bei seiner Hausbank oder sowas, wahrscheinlich das beste Angebot für ihn. Aber es ist nicht das günstigste Angebot. Das muss man an der Stelle auf jeden Fall dazu sagen. Und ich persönlich denke, dass dieses traditionelle Bankengeschäft so langsam antiquiert ist. Ja, also wir haben viel zu hohe Kosten für das, was an Services geboten wird. Und dort sind die Neo-Broker auf jeden Fall auf dem Vormarsch, um dem Ganzen den Rang abzulaufen. Und deswegen verlieren diese Broker auch immer mehr und mehr ihre Kunden, weil sie für das, was sie bieten, dann doch zu teuer sind.
Und dann kommen wir natürlich noch zu den Profi-Brokern. Da steht in der Mitte hier Interactive Brokers und das ist hier so ein bisschen die Mutter der Broker, weil von Interactive Brokers sind dann solche Sub-Anbieter entstanden, wie zum Beispiel CapTrader, AgoriDirect und Lynx. Die arbeiten alle mit der Plattform von Interactive Brokers, aber die haben dann ihre eigene Gebührenstruktur und bieten vielleicht auch ein größeres Serviceangebot in Europa an, dass man zum Beispiel den Kundendienst dann auch auf Deutsch ansprechen kann. Das ist bei Interactive Brokers zum Beispiel nicht immer gegeben. Und dann gibt es natürlich auch noch Plus 500 zum Beispiel. Dann kommen wir zu den Vorteilen von einem Profi-Broker. Und zwar sind die wirklich an richtig, richtig viele Börsen angeschlossen. Ja, also man kann an über 100 Börsen weltweit handeln. Wir haben eine niedrige Gebührenstruktur bei diesen Brokern. Dadurch, dass wir natürlich an jeder Heimatbörse auf der Welt Aktien handeln können, haben wir dementsprechend auch sehr kleine Spreads, was natürlich einen großen Beitrag auch dazu leistet, hier niedrige Gebühren für größere Orders zum Beispiel auch zu halten. Und wir haben hier wirklich ein sehr, sehr breites Angebot an Orderfunktionen. Also dann gibt es ja nicht nur diese Standard-Orders, sondern auch sehr, sehr spezielle und auch abhängige Orders. Ja, eine Order cancelt eine andere zum Beispiel oder auch eigene Ordertypen, indem man dann einen optimalen Preis bekommt zwischen Bid und Ask, wo man sonst natürlich keinen Zugriff drauf hätte. Dann gibt es natürlich sehr viele Finanzinstrumente. Ja, man kann zum Beispiel Optionshandel betreiben bei diesen Profi-Brokern. Man kann Währungshandel betreiben. Man kann auch mehrere Währungen dann in seinem Depot halten. Man kann mit Margin handeln, dass der Broker ein zusätzliches Geld zur Verfügung stellt für die Geldanlage. Und wir können auch hier direkte Leerverkäufe tätigen. Das berühmte Shorten, also dass man wirklich Aktien verkauft, die man selbst noch nicht im Depot hat. Das unterscheidet den Profi-Broker natürlich extrem von dem Direktbroker oder auch den Neo-Brokern. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wir hier eine spezielle Trading-Umgebung haben. Ja, mit einer professionellen Handelssoftware, wo man dann auch umfangreiche Services geboten bekommt. Man hat zum Beispiel extra Tools für die Recherche der Unternehmen, ja, wo man dann die Umsätze und Gewinne sehen kann, die Analystenprognosen und so weiter. Also das ist wirklich schon ein sehr gutes Angebot, was meist auch bei den Direktbanken dann nicht so umfangreich ist. Und wir können hier wirklich übersichtliche Trading Reports erstellen, ja, die für einzelne Tage, einzelne Monate, in bestimmten Zeiträumen, ja, ist ganz egal, wie ihr das haben wollt. Ihr bekommt dann wirklich eine detaillierte Übersicht, was in diesem Zeitraum wirklich alles passiert ist. Aber natürlich gibt es auch hier ein paar negative Seiten, die ich euch natürlich nicht verheimlichen möchte. Und zwar sind sie zu Beginn relativ unübersichtlich. Also man muss sich erstmal so ein bisschen an diese Plattform gewöhnen. Man muss sich so ein bisschen erkunden, ja, wie man damit zurechtkommt und so weiter. Das dauerte schon ein bisschen Zeit, aber das lernt man dann mit der Zeit auf jeden Fall zu schätzen. Weil es einfach mehr Funktionen gibt, die man nutzen kann auf diesen Plattformen. Dann haben wir hier meist auch monatliche zusätzliche Gebühren, also Kontoführungsgebühren zum Beispiel. Oder zum Beispiel kostet es auch extra Live-Kurse zu bekommen, also normalerweise sind die Kurse 15 Minuten verzögert, wenn man halt nicht dieses Abonnement mit dazu nimmt. Und wenn man dann das Abonnement kauft, dann hat man die Live-Kurse. Und das muss man dann auch für verschiedene Regionen kaufen. Ja, also wenn man europäische Live-Kurse haben will, das kostet dann was. Und wenn man amerikanische Live-Kurse haben will, kostet dann noch was zusätzlich. Und dann, wenn man dann noch die Live-Kurse von den Optionen haben will, zahlt man dann noch mal was drauf. Also hier entstehen halt so ein bisschen grundlegende Kosten. Aber dafür hat man dann wirklich den Vorteil, mit niedrigen Spreads zu handeln zum Beispiel. Und wenn man auf Live-Kurse verzichten kann zum Beispiel, weil man über andere Plattformen wie TradingView zum Beispiel auch Live-Kurse bekommen kann, dann spart man sich hier ein bisschen Geld. Dafür hat man aber die Möglichkeit, bei den Profi-Brokern die Wertpapiere, die man hält, auch zu verleihen, sodass Interactive Brokers zum Beispiel die Wertpapiere im Depot weiterverleiht, für andere Shortseller zum Beispiel, und man bekommt dafür dann Gebühren von denen. Und das gleicht dann schon so ein bisschen die zusätzlichen Gebühren, die man zahlen würde, aus. Und oft ist es auch so, dass wenn man Orders tätigt, ja, also wenn man dann zum Beispiel $10 Gebühren gezahlt hat für bestimmte Orders, dass das angerechnet wird auf die monatliche Kontoführungsgebühr. Und bei manchen Brokern ist es auch so, dass man keine monatliche Kontoführungsgebühr zahlen muss, sondern dass dann einfach die Ordergebühren ein bisschen höher sind. Also das Angebot ist hier wirklich sehr breit gefächert und man kann sich das raussuchen, was zu einem halt passt. Dann ein weiterer Nachteil ist, dass wir keine Sparpläne bei diesen Brokern machen können und auch keine Teilaktien kaufen. Also hier beim Profi-Broker, klar, da geht man eher davon aus, dass die Leute ein bisschen mehr Geld haben, dass sie dann ganze Aktien kaufen und keine Sparpläne mehr ausführen. Und bei manchen ist es auch so, dass wir eine Mindestanlage haben, die dann ein paar tausend Euro sind. Zum Beispiel bei CapTrader sind es 2.000, bei Interactive Brokers sind es 4.000. Also dass man dann halt mindestens diesen Betrag im Konto haben muss, um überhaupt handeln zu können. Und weil wir hier auch Broker haben, die in den USA beheimatet sind, müssen wir diese Daytrading-Regeln einhalten. Also wenn man einen Account hat unter $25.000, dann kann man nur bis zu 5 Daytrades pro Tag machen. Ja, also ein Kauf und Verkauf von einer Aktie an einem Tag wäre sozusagen ein Daytrade und diese kann man nur 5 pro Tag machen. Wenn man mehr machen möchte, dann muss man einfach mehr Geld in seinem Konto haben.
Das ist einfach so eine Regel, die in den USA aufgestellt wurde. Und die Grenze ist hier bei $25.000. Also wenn man mehr in seinem Konto hat, dann kann einem das egal sein, diese Daytrading-Regel. Und als wichtige zusätzliche Information ist, dass hier die Steuer nicht direkt abgeführt wird. Also wenn ihr Gewinne macht, dann bekommt ihr wirklich diesen kompletten Gewinn in euer Depot, ohne dass dort Steuern abgezogen werden. Also könnt ihr dann weiter mit diesen Gewinnen handeln. Ja, das ist eigentlich ein weiterer Vorteil, weil man dann ein größeres Kapital über einen längeren Zeitraum halten kann, was man investieren kann, was man dann wieder nutzen kann, um weitere Gewinne zu erwirtschaften. Aber man muss natürlich seine Gewinne im Auge behalten, weil man dann nächstes Jahr Steuern darauf bezahlen muss, dass man dann nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird und auf einmal steht eine große Steuernachzahlung ins Haus. Also das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Tja, und dann kommen wir nochmal zu einer Beispielrechnung, die ich für euch aufgestellt habe. Und zwar machen wir jetzt mal einen Vergleich vom Kauf einer Apple-Aktie. Wie groß wären die realen und versteckten Gebühren bei den einzelnen Brokern? Und da habe ich jetzt mal vier Beispiele gebracht. Und zwar haben wir einmal den Neo-Broker mit 1 Euro Ordergebühr und einem 0,5% Spread, wie es jetzt zum Beispiel bei Trade2Public der Fall ist, in blau. Dann haben wir den Direktbroker mit 4,95 Euro reguläre Ordergebühr plus eine Gebühr von 0,25% vom Ordervolumen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei der Consorsbank. Und dazu zählen wir nochmal 0,25% Spread, weil wir hier ja schon an der deutschen Börse direkt das Angebot abgeben können und dementsprechend ist das Spread dort auch schon ein bisschen geringer. Dann vergleichen wir das Ganze noch zu einem Profibroker, wo wir eine Order auch in Europa platzieren. Das kostet dann 1,25 Euro plus 0,05% vom Ordervolumen bei einem Spread von auch 0,25%, also genauso wie beim Direktbroker, weil die an derselben Börse platzieren. Und dann haben wir ganz unten noch den Fall, dass wir mit dem Profibroker eine Order an der Börse in den USA stellen. Das kostet dann 0,35 Cent pro Aktie plus einem Spread, weil wir in den USA handeln, ist der dann nochmal ein bisschen günstiger, von 0,125%, weil Apple ja in den USA beheimatet ist. Und dann sehen wir hier links auf der Seite die Vergleiche der Ordergebühren je nach Ordervolumen. Also ganz links wäre dann eine Apple-Aktie mit einem Ordervolumen von 100 Euro zum Beispiel. In der Mitte sind es dann schon 10 Apple-Aktien mit einem Ordervolumen von 1000 und rechts sind es 100 Apple-Aktien mit einem Ordervolumen von 10.000 Euro. Da sehen wir, der Neo-Broker in blau fängt relativ günstig an, weil wir nur diese 1 Euro Ordergebühr haben. Aber dadurch, dass der Spread so groß ist, wächst die Ordergebühr mit größerem Ordervolumen schneller als bei den Profi-Brokern. Und genau das ist so diese Falle bei den Neo-Brokern. Ja, durch den Spread haben wir hier eine größere Gebühr, je mehr Ordervolumen hier über die Bühne geht. Es können ja auch kleinere Orders sein, aber wenn du viele Orders stellst, dann ist das Ordervolumen ja auch relativ groß. Und genau damit machen die ihr Geld, ja, mit dem großen Ordervolumen. Deswegen ermöglichen diese Neo-Broker das Handeln mit kleinen Beträgen, aber sie fördern das viele Handeln, ja, sodass durch die kleinen Beträge dann auch viel Geld gehandelt wird und dadurch, dass sie eine prozentuale Kommission haben, indirekt durch den Spread, so verdienen sie ihr Geld. Dann haben wir die Direktbanken in Orange, die eine relativ hohe intrinsische Ordergebühr haben, wie man es hier auf der linken Seite schon sehen kann. Aber dadurch, dass sie auch 0,25% vom Ordervolumen nochmal nehmen, plus nochmal den Spread von 0,25%, ist es ähnlich wie bei den Neo-Brokern. Also es wächst auch relativ stark an und dementsprechend ist der Direktbroker eigentlich das teuerste, was man machen kann. Ja? Und dementsprechend auch eher nicht so zu empfehlen. Und wenn man das dann mal vergleicht mit dem Profi-Broker, der auch relativ günstige intrinsische Gebühren hat von 1,25% pro Order, plus 0,05% von den Ordergebühren in Europa zum Beispiel, fangen wir auch niedrig an, ähnlich wie bei dem Neo-Broker auf der linken Seite, jetzt in grau hier. Aber dadurch, dass wir auch einen niedrigen Spread haben und eine nicht so hohe prozentuale Gebühr pro Ordervolumen, bleibt die Kurve relativ flach. Ja? Also es ist ein extrem großer Vorteil, dass wir nur 0,05% statt 0,25% haben, wie es jetzt bei den Direktbrokern hier der Fall wäre zum Beispiel. Und dementsprechend können wir hier schön flach bleiben und bei 1000 Euro hätten wir dann nur eine Gebühr von 3 Euro circa bei dem Beispiel jetzt hier. Ja, und dann das günstigste, was man machen kann, ist in dem Profibroker in den USA direkt die Aktie zu handeln, weil wir dann dementsprechend nur 0,35 Cent pro Aktie zahlen, aber mindestens 35 Cent, das habe ich jetzt hier nicht dazu geschrieben, also mindestens 35 Cent. Das heißt, wir fangen 35 Cent pro Aktie plus 0,125% vom Spread fangen wir an. Also unter $50 würde dann die Order hier für eine Apple-Aktie zum Beispiel kosten. Und wir sind immer noch unter einem Dollar für ein Ordervolumen von 1000. Und ihr seht, die Kurve bleibt auch relativ flach, weil wir hier keinen prozentualen Anteil zahlen müssen, sondern wir zahlen wirklich nur pro Aktie in den USA. Und das ist natürlich ein extrem großer Vorteil hier, wenn man durch den Profibroker direkt in den USA die Aktie kauft. Also ihr seht, hier ist wirklich schon eine Menge an Potenzial, was man sparen kann und dementsprechend sehe ich das auch nicht so kritisch mit den monatlichen Gebühren, die man bei dem Profibroker zahlen muss, weil man schon bei einem Ordervolumen von 1000 Euro zum Beispiel hier statt 10 Euro nur unter einem Dollar zahlt. Und das ist natürlich extrem günstig.
Und dann kommen wir noch zu meiner Empfehlung, welche Broker ich nutze persönlich und zu welchem Zweck ich diese nutze. Da hätten wir auf der einen Seite Trade Republic als Neo-Broker, den ich hauptsächlich für monatliche Sparpläne nutze und höchstens mal zum Aktienkaufen für sehr liquide Aktien, zum Beispiel Aktien aus dem DAX oder auch die großen US-Tech-Werte. Ja. Die kann man da relativ günstig auch noch handeln, ja, weil dort auch die Spreads sehr gering sind. Ja. Also hier muss man auf jeden Fall auf kleine Spreads achten, die kann man noch bei Trade Republic handeln. Und ansonsten habe ich jetzt alle anderen Trades, ja, alle anderen Aktien, die ich kaufe, ausgelagert auf Interactive Brokers. Erstmal, um dort mein Kapital einfach so hoch wie möglich zu halten, damit die Margin-Anforderungen für den Optionshandel gegeben sind. Ja, also da ist es, das ist dann so, dass man auch Aktien als Sicherheiten hinterlegen kann, die dort im Depot einfach rumliegen. Dementsprechend habe ich hier sehr viele Aktien zu Interactive Brokers transferiert, um dort einfach meinen Kapitalstock zu haben, sagen wir mal so. Und Interactive Brokers nutze ich dann dementsprechend, um zu traden, ja, um meine Specs zu kaufen und auch für den Optionshandel, wo jetzt auch hier am Wochenende auf dem Trend Investment Kanal der Kurs anfängt. Und weil das Angebot von Interactive Brokers so umfangreich ist und weil es auch so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und Gebührenstrukturen, werde ich für Interactive Brokers und deren Tochterfirmen wie CapTrader und Agora Direct nochmal ein extra Video machen, um euch dort wirklich so ein bisschen aufzuzeigen, okay, das sind die Möglichkeiten, wie wir dort Geld anlegen können, das sind die Ordergebühren und so weiter. Aber ich kann euch an der Stelle schon mal sagen, bei Interactive Brokers direkt ist es am günstigsten. Und falls ihr euch ein Konto bei einem dieser Broker aufmachen wollt, dann nutzt doch gerne den Link unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren dafür. Damit unterstützt ihr den Kanal und bei Trade Republic bekommt ihr auch 15 Euro Bonus und bei Interactive Brokers bekommt ihr Aktien von Interactive Brokers, wenn ihr euch dort dann anmeldet und eine gewisse Mindestsumme an Kapital in eurem Portfolio dort habt, was ja auch mal was anderes ist, direkt Aktien zu bekommen. Ihr seht, wir haben mal wieder ein paar Tipps für euch, wie ihr Geld sparen könnt. Dementsprechend, falls ihr noch nicht abonniert seid, dann klickt einfach hier unten rechts auf den roten Abonnieren-Knopf, aktiviert die Glocke und verpasst keine nützlichen Guides mehr in Zukunft. Und damit sind wir auch am Ende unserer Broker-Vorstellung heute. Welchen Broker nutzt ihr denn am liebsten? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr noch neu an der Börse seid und noch ein paar Tipps und Tricks zum Handeln lernen wollt, dann schaut doch mal hier oben rechts in dem Anfängerkurs vorbei. Und ansonsten gibt es hier unten rechts viele Analysen zu vielversprechenden Aktien für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.